herzlich willkommen zu diesem besonderen Festgottesdienst für unsere Partnergemeinde in Sacha, hier in der Jubilatikirche. Ich begrüße besonders herzlich unseren ehemaligen Beauftragten für die Partnerschaftsarbeit mit Sacha, Eberhard Patzak. Ebenso herzlich begrüße ich Matthias Lamprecht, der sein Amt übernehmen wird heute. Jacques Huber ging auf eine Koranschule in Mali, aber er lernte nicht lesen und schreiben. Nach 10 Jahren schickte ihn der Direktor nach Hause. Anfang der 80er Jahre kam eine große Dürre in der Sahelzone. Und dann ging Jakuba in die Wüste. Ganz allein hackte Jakuba in der Hitze Loch um Loch. Jakuba säte Hirse und Affenbrotbäume gemeinsam. Schon seine erste Hirseernte fiel groß aus. Doch der beste Beweis für Jakubas Können war sein Wald und kluge Leute aus fernen Ländern wurden auf ihn aufmerksam. Der holländische Geologe Chris Reich erfuhr von dem Mann, der die Wüste begrünte. Jakuba ist heute weltweit geachtet. 2018, letztes Jahr, bekam Jakuba den Right Livelihood Award. Maliki, 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 Baba. Maliki, 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 Baba. Maliki, 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 Baba. Maliki, 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 Baba. Die Geschichte von Jakuba, dem weisen Mann, der die Wüste aufhielt, sie klingt fast wie ein Märchen, aber sie ist wahr. Und dieses wahre Märchen von Jakuba lässt mich etwas sehen. Hoffnung und Barmherzigkeit. Und an dieser Stelle muss ich politisch werden. Ich bin aber der Meinung, dass wir in einer Predigt über Afrika nicht an der Politik vorbeikommen. Ich nenne 2 Punkte. Erstens. Eine Umfrage von 2015 hat ergeben, dass die meisten Migranten aus Afrika nicht zu uns kommen, weil sie nur die staatliche Wohlfahrt irgendwie ausnutzen wollen, sondern 73% der Flüchtlinge geben an, dass sie sich nach den Menschenrechten sehnen, die hier in Europa so uneingeschränkt gelten. Ja, wir Europäer achten die Menschenrechte. Und zugleich unterstützt Europa großzügig die libysche Küstenwache, Schleuserbanden und Grenzwächter in Nordafrika, um die Migranten mit allen Mitteln aufzuhalten. Zweitens, Afrika ist ein Chancenkontinent, sagt der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller. Letzten Monat hat Entwicklungsminister Müller das Programm Afrika Connect vorgestellt, das endlich den afrikanischen Mittelstand fördern soll und damit der Wirtschaft die Kraft gibt, selbst auf die Beine zu kommen. Wir brauchen eine Unterstützung auf Augenhöhe für Afrika und wir müssen dafür sorgen, dass dieser Kontinent nicht weiter ausgebeutet wird. Und darum ist die Arbeit, die unsere Partnerschaft mit Sacha leistet, so unendlich wertvoll. Die Hilfe, die unsere Partnerschaftsbeauftragten koordinieren, die kommt wirklich bei den Menschen vor Ort an. Und sie gibt ihnen die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen und sich selbst eine eigene Zukunft aufzubauen. Und was würde Jakuba sagen zu all dem? Dann würde er an den Rand seines Waldes gehen und einen weiteren Baum pflanzen. Und mit diesem Baum neue Hoffnung. Ich glaube, das ist es, was wir alle und was Afrika besonders nötig haben. Solche Menschen, die mit ganz einfachen Mitteln
dafür sorgen, dass wirklich Hoffnung wachsen kann für uns, für diesen Kontinent und für die ganze Welt. Noyana, Noyana. Wollen wir unseren alten Missions- und Partnerschaftsbeauftragten aus dem Amt entlassen und gleichzeitig unseren neuen in sein Amt berufen, beides mit dem Segen Gottes. Wir entpflichten heute Eberhard Patzak. 12 Jahre lang hat er das Amt eines Missions- und Partnerschaftsbeauftragten der Jubilatekirche ausgeübt. Ich möchte dir zum Abschied noch den Segen geben. So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir sind froh und dankbar, dass wir einen Nachfolger für dich im Amt des Missions- und Partnerschaftsbeauftragten gefunden haben. Dr. Matthias Lamprecht, du bist bereits mit Eberhard Patzaks Unterstützung in dein neues Amt eingestiegen, sollst aber heute, nachdem der Kirchenvorstand dich schon beauftragt hat, auch hier vor der ganzen Gemeinde mit dem Segen in dieses Amt eingeführt werden. So segne dich Gott, er segne deinen Einsatz und gebe dir gute Ratgeber und Unterstützerinnen. Sein Geist ermuntere dich, seine Barmherzigkeit trage dich. So geh in Frieden. Amen. Versage keinem die Hilfe, wenn du in der Lage bist, ihm zu helfen. Dieser Satz, dieser Vers aus dem Buch der Sprichwörter ist mir in den Sinn gekommen, zum einen bei Ihrer Predigt, Herr Pfarrer Stolz, und auch in der Vorbereitung heute auf diesen Tag. Afrika ist ein Chancenkontinent. Gerd Müller hat recht, er ist vor allem ein junger Kontinent. Und genau hier setzen wir mit unserer Entwicklungspolitik an und hier brauchen wir auch die Unterstützung von Ihnen allen. Und Ihre Initiative, die Sie seit 30 Jahren haben, trägt dazu wesentlich bei. Sie unterstützen mit Kleidung, mit Gegenständen, Sie versuchen eine Schule zu unterhalten, aufzubauen. Wir wollen den Menschen dort Hoffnung geben. Aber es geht auch noch um einen zweiten wichtigen Punkt. Wir diskutieren gerade sehr stark das Thema Klima. Es braucht die Entwicklungs- und Schwellenländer. Und wenn ich Ihnen heute sagen darf, dass wir bereits heute in Afrika 600 Millionen Haushalte haben, die keine einzige Steckdose haben. Und wir werden diesen Menschen es nicht versagen können, in den nächsten Jahren auch Strom haben zu wollen. Und mir sagen die Staats- und Regierungschefs, wenn ich auf Reisen in Afrika unterwegs bin, Europa hat seinen Wohlstand auf Kohle gebaut. Wir haben auch Kohle. Warum sollen wir das nicht tun? Wir wollen in den nächsten Jahren, höre ich immer wieder, 1000 Kohlekraftwerke bauen. Sollte das passieren,
brauchen wir uns über das 1,5-Grad-Ziel in Deutschland, in Europa überhaupt nicht mehr unterhalten. Und da steht für uns vor allem auch der Reformgedanke im Mittelpunkt. Weil wir auch sagen, Sie haben es angesprochen, das Thema Menschenrechte ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Und nur wenn die Staaten und wenn die Staats- und Regierungschefs das auch auf ihrer Agenda haben, und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern auch glaubwürdig danach handeln, dann wollen wir weiter mit euch zusammenarbeiten. Afrika hat uns zu interessieren, weil ich mag zwar dieses Wort nicht, aber es passt in diesem Zusammenhang. Europa und Afrika ist eine Schicksalsgemeinschaft. Von daher, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein herzliches Vergeltskorb, ein herzliches Dankeschön für Ihren Einsatz, für Ihre Tätigkeit. Ja, nochmal mit diesem Vers schließen. Wenn du in der Lage bist, Gutes zu tun, dann tu es und hilf dem, der deine Hilfe braucht.